Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Stromzusammensetzung in Deutschland in 2023 und 2024, Börsenstrompreise, Gesamtaufteilung, erneuerbare Energien, fossile Energien und so weiter. Das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, weil in den letzten Tagen auch ein paar Fachpresse oder überhaupt eine allgemeine Presseveröffentlichung kam, so im Kontext, naja, der Winter ist ja jetzt an sich vorbei, der erste Winter ganz ohne Atomkraft, der zweite Winter nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wo wir ja dann auch die entsprechenden Gasimporte oder fossilen Importe aus Russland zurückgefahren haben. Und wie sieht es denn nun eigentlich aus? Wie gut sind wir drüber gekommen? Wie lange lief denn der Blackout? Null Sekunden. Aber ja, schauen wir uns das doch mal mit richtigen Daten an. Ich gehe dafür immer gerne auf Energy Charts, weil das optisch richtig gut aufgebaut ist. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch immer zum Beispiel smart.de anschauen, was dann die Daten direkt von der Bundesnetzagentur sind. Fraunhofer bei Energy Charts nutzt aber auch unter anderem die Daten der Bundesnetzagentur. Also ist das jetzt nicht so besonders unterschiedlich. Hier sehen wir die öffentliche Nettostromerzeugung 2023. Hier sehen wir also die verschiedenen Kraftwerksarten, die genutzt worden sind über den zeitlichen Verlauf des ganzen Jahres 2023. Und rot ist ja gerne bekannt als Atomkraft. Das ist hier natürlich dann im April vorbei gewesen, weil wir dann die letzten paar Kernkraftwerke schlussendlich auch abgeschalten hatten. Ihr erinnert euch daran, dass wir eigentlich die Kernkraftwerke schon vorher, also Ende 2022, dann final abschalten wollten. Wir hatten ja 2021 dann noch eins, was vom Netz ging, und dann 22 die restlichen. Das wurde ja dann ein paar Monate verschoben, um praktisch über den Winter zu kommen, den Winter 2022-23. Und wer sich auch daran erinnert, oder wer sich damit mal damals beschäftigt hatte, wir hatten in der Zeit, in der diese Kernkraftwerke noch weiterliefen, also einen absoluten Überschuss von Strom, sodass da auch des Öfteren andere Kraftwerke abgeschalten werden mussten. Wir hatten dort eigentlich keine echte Mangelsituation, insbesondere auch, weil wir natürlich in Deutschland unglaublich viele fossile Kraftwerke immer noch stehen haben und natürlich auch relativ viele erneuerbare Energienanlagen stehen haben. So, dann ist das ja also abgeschaltet worden. Danach ist die Welt nicht untergegangen. Das heißt, wir hatten vom April bis Ende 2023 natürlich eine unterschiedliche Zusammenstellung. Ne? Unten blau ist Wasserenergie, dann grün Bioenergie. Das sind also die Erneuerbaren, die schon gewissermaßen als so ein Produktionsband auch verstanden werden können. Wir sehen es ja hier, das läuft das ganze Jahr, weil Laufwasser läuft halt. Ne? Die Flüsse haben ihre Bewegung, damit können also Turbinen dort angetrieben werden, solange genügend Wasser drin ist. Mit größeren Dürren und damit geringeren Pegelschäden in Flüssen kann das in Zukunft ein Problem sein. Aber im Moment, es produziert halt, wie es produziert. Und Bioenergie ist halt auch relativ planbar, also Biomasse, weil es gibt halt die Überreste, die praktisch von landwirtschaftlichen Tieren so hinterlassen werden. Die können da verwendet werden für Methanbildung oder natürlich auch die Energiepflanzen, die ja dann auch extra angebaut werden. Und dann produziert man halt oder man produziert weniger. Das ist gewissermaßen ein bisschen steuerbar. Also Biomasse auch ein wichtiger Punkt, der so eine Grundmasse liefern kann, der aber auch ein bisschen hoch und runter gesteuert werden kann. Deswegen sind die auch gerne mal Teil von virtuellen Kraftwerken und sowas, weil die auch eine Regelungswirkung haben können. Dann haben wir in Braun natürlich unsere Kohle, also Braunkohle. Da sehen wir natürlich hier über das Jahr hinweg immer wieder, also wenn ich hier drüber fahre, seht ihr auch immer dieses Pop-up, aber ich will es euch mal kurz hier so darstellen. Wir sehen hier mit Braun immer wieder schwankende Höhen, weil Braunkohlekraftwerke nun mal dann laufen, wenn sie einerseits angefragt werden. Also es gibt immer ja zwei Aspekte. Einerseits den Stromnetzbedarf, das also rein technisch ein Mangel an Strom im Netz ist oder ein Überschuss an Strom im Netz ist, woraus sich dann ja auch zum Beispiel Regelenergieeinsatz ergeben würde oder halt auch längerfristige Korrektureinsätze von Reservekraftwerken. Aber natürlich ist das auch so ein Aspekt, der sagt, na, wir brauchen aus Systemsicherheitsgründen, aus technischen Gründen brauchen wir Kraftwerkseinsatz von zum Beispiel auch mal fossilen, planbar. Wenn eben Wetterprognosen sagen, die aktuelle Menge erneuerbarer Energieanlagen reichen nicht aus, ne, dann sind die auf jeden Fall einzusetzen. Und das andere, neben diesem technischen Bedarf für Stromnetzstabilität, ist natürlich auch das Preissignal. Dass also der Markt sagt, ne, wie, es gibt eine gewisse Nachfrage an Strommenge. Und wie kann die jetzt gedeckt werden? Ne? Merit-Order-Prinzip, immer die günstigsten Kraftwerksarten zuerst.
Natürlich gehe ich, wenn ich auf den Markt gehe, wenn alles die gleiche Qualität hat, zum günstigsten Stand und kaufe das da ein. Also günstigste Kraftwerke zuerst, das sind hier per Definition die Erneuerbaren, nämlich die hochskalierbaren Wind- und Solaranlagen, können also im Zweifel die Kilowattstunde dann sehr, sehr günstig produzieren, wenn die Natur den Brennstoff zur Verfügung stellt. Und dementsprechend kommt es dann des Öfteren dazu, dass diese Kohlekraftwerke auch angefragt werden, weil sie dann halt relativ zeitnah danach kommen. Ne, es gibt nämlich keine Kernkraftwerke mehr dazwischen, die hier noch die Merit Order praktisch stehen würden. Und dann laufen die Kohlekraftwerke. Oder eben, ne, die Nachfrage ist dann so gut gedeckt durch Erneuerbare und es kommt auch so gering aus Verbrauchersicht, dass dann diese Kohlekraftwerke eben nicht angefragt werden. Die sind also in einer ganz schön schwierigen Situation. Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke, in denen sie natürlich Kosten verursachen auf Grundlage ihrer Infrastruktur und Brennstoffeinkauf und so weiter und so fort, Personal, aber der Einsatz von denen nicht so ganz abgesichert ist. Ne? Viele Kraftwerke haben natürlich langfristige Lieferverträge, auch mit Industrieunternehmen oder was auch immer, aber es ist natürlich fossil, also CO2 und dementsprechend auch gemäß diversen Nachhaltigkeitsrichtlinien und Berichtswesen nicht unbedingt das, was viele Unternehmen noch einkaufen wollen, so langfristig. Also die haben eine schwierige Situation und wir sehen über das Jahr hinweg, also wirklich drastische Unterschiede. Hier diese braune Ebene, ihr seht ja dann teilweise ist es mal nur ganz, ganz wenig, hier ganz rechts. Ja, jetzt kommt jetzt das Pop-up. Und dann ist es mal plötzlich wieder doppelt so viel oder dreimal so viel. Na, also die Produktionskapazitäten im fossilen Bereich, die schwanken halt ständig ganz schön stark. Und dann haben wir über den Jahresverlauf hinweg, halt zwischendurch, extreme Schwankungen mit diesem hellen Grün, also Pastellgrün und dem Gelb. Also dazwischen das Orange, das hat Gaskraftwerke, das wird jetzt ähnlich sehen wie die Kohle. Ne? Braunkohle braun, Steinkohle ein bisschen grau und Gas orange, kommt halt darauf an, ob sie nachgefragt werden über das Merit-Order-Prinzip. Ist halt für die immer schwierig planbar und deswegen auch ein schwieriges Umfeld für die Kraftwerksbetreiber, keine Frage. Ist aber nur mal fossil, wir wollen das auch langfristig nicht mehr. Oder so wenig wie möglich. Und dann haben wir eben, wie gesagt, Pastellgrün und Gelb, Wind und Solar. Und da haben wir ja nun mal extreme Schwankungen. Ihr seht im Sommer, also hier unterhalb meiner Maus praktisch im Moment, ne, unterhalb dieser auch Überschrift, seht ihr teilweise sehr, sehr große Mengen Gelb, wo also auch alles andere runtergedrückt wird innerhalb der Grafik, weil einfach viel Sonnenstromproduktion da ist. Und dann haben wir gerade im Winter extrem viel Windenergie und dementsprechend da auch eine gewisse erneuerbare Energiemenge, die anderen Kraftwerksarten verdrängen außerhalb, aus der Angebotswelt. Das ist 2023, übers Jahr hinweg, sehr divers aufgestellt und wir sehen ja auch, das Abschalten der Kernenergie hat an dieser Stelle jetzt nicht die Welt untergehen lassen, hat natürlich dafür gesorgt, dass in Summe ein gewisser Teil an fossilen mehr lief, aber auch ein gewisser Teil an erneuerbaren mehr lief, weil dann im Zweifel weniger Windräder zum Beispiel abgeschaltet werden mussten. Das ist ein typisches Thema, Windräder werden aus dem Wind rausgedreht, weil wir sonst eine Überproduktion hätten oder werden halt aktiv gebremst. Das muss dann seltener passieren, weil wir eben weniger Bandproduktion haben, wenn man das so nennen möchte, ne? Also Baseproduktion, um das im Stromproduktbezeichnung vielleicht zu nennen. Dann haben wir 2024, wir sind ja jetzt noch relativ früh im Jahr, das erste Quartal ist noch nicht vorbei und hier sehen wir aber halt, was näher rangezoomt ist, schon sehr, sehr interessante Effekte. Wir haben auch hier weiterhin ganz unten blau die Wassermenge und dann Biomasse, das ist okay. Und dann eben tatsächlich wieder sehr, sehr schwankend die Mengen, die wir aus den Fossilen nehmen. Weil wir in manchen Zeiträumen, ne, wie hier so zu sehen, vielleicht wirklich weniger Wind haben und auch wenig Solar, weil es ist ja noch Winter. Und dementsprechend ein höherer Bedarf an Fossilen, aber dann eben tatsächlich auch plötzlich. Und das sind ja hier jetzt Auflösungen von wenigen Stunden Unterschied, weil wir ja nur wenige Monate krass sehen. Und innerhalb von wenigen Stunden der Bedarf praktisch auf nur noch ein Drittel runtergeht für diese fossilen Kraftwerksbetreiber, weil so viel Windproduktion dann auch zur Verfügung stehen kann. Da sehen wir ja hier phänomenal viel Windmengen. Solar ist hier natürlich noch, wie gesagt, außerhalb der Saison. Das wird dann im Sommer deutlich weiter hochgehen. Aber das ist natürlich ein interessanter Effekt für uns alle in der Überlegung, wie unser Energiesystem dann auch in Zukunft aussieht. Und wir ja dorthin gelangen wollen, ein praktisch 100% erneuerbar betriebenes System zu haben.
Und dafür brauchen wir viel mehr Erzeugung aus Solar und Wind. Wir brauchen noch viel mehr Speicheranlagen, auch verschiedener Technologien, damit wir kurzfristig und langfristig kosteneffizient Strom speichern können und dann eben wieder ausspeisen, wenn er gebraucht wird. Im Prinzip wollen wir ja die Sonne vom Tag in die Nacht retten und auch natürlich vom Sommer in den Winter, also kurz- und langfristig. Und den Wind halt genauso. Es ist schon so, dass immer irgendwo Wind weht. Also so eine 100% Dunkelflaute für ganz Deutschland gibt es nicht. Aber es ist natürlich dann schon manchmal natürlich nicht genügend. Weil dann gibt es halt zwei Überlegungen. Man entweder jetzt andere Technologien aufbauen will, aber andere Großkraftwerkstechnologien brauchen halt nun mal sehr, sehr lange, teilweise Jahrzehnte, ehe sie in Betrieb gehen können. Das sehen wir auch mit Kernkraftwerken, die schon vor teilweise einigen Jahren in Frankreich oder Großbritannien ans Netz gehen sollten und jetzt immer noch verschoben werden. Da gibt es ganz berühmte Beispiele. Und diese Kleinkernkraftwerke, von denen da gerne mal gesprochen wird, werden halt die Projekte im Moment an vielen Stellen auch nicht so richtig weitergeführt, weil sie sich dann eben mittelfristig gar nicht lohnen. Also weil da die Wirtschaftlichkeit auf Grundlage von günstigen Erneuerbaren nicht so richtig da ist. Also der Business Case funktioniert halt oftmals nicht. Das heißt, wir haben bei Großkraftwerken ein riesiges Problem, das noch Jahre dauert, ehe sie stehen würden, wenn wir sie jetzt neu planen würden. Egal ob fossil oder Kernkraft. Und auch natürlich die kleineren Kernkraftwerke, wie gesagt, scheinen sich nicht so richtig zu lohnen, ist also nicht so das Wachstumsthema im Moment. Dann ist die andere Alternative natürlich viel, viel mehr Erneuerbare zuzubauen und Speicheranlagen. Tja, und das ist nun genau das Thema, was wir machen müssen und wo auch der Zubau jetzt extrem stark steigen muss, damit eben auch solche Zeiten wie hier, wo wir extrem viel erneuerbare Produktion haben durch Wind und dann bestenfalls auch noch Solar, dass das eben öfter wird, dass Bioenergie und Wasser so ein Grundrauschen noch bedeuten und wir die fossilen Kraftwerke so weit abschalten können, wie es noch geht. Natürlich ist dann noch der Ansatz, dass wir vielleicht manche Gaskraftwerke mit einem erneuerbaren Gas betreiben können, also im Sinne von Wasserstoff. Das ist aber auch ein relativ teures Thema schlussendlich und wird sich eben dann auch nur an bestimmten Stellen so richtig lohnen, da wo wir zum Beispiel extremen Stromüberschuss aus Erneuerbaren produzieren könnten, meinetwegen an der Nordsee. Wegen Windstrom von Offshore. Da könnten sich so Elektrolyseure sehr, sehr günstig auch abbilden lassen, weil wir den Überschussstrom nutzen, der ansonsten abgeschalten werden würde. Ne? Und dann können wir damit Wasserstoff produzieren. Wasserelektrolyse, Wasser, Starkstrom, Wasserstoff und Sauerstoff spalten praktisch auseinander. Dann kann man den Wasserstoff nutzen. Einfach ausgedrückt. Dann wäre das schon eine Idee, mit der wir hier relativ zeitnah diese Mengen weiter eben noch verschieben können hin zu erneuerbaren, klimapositiven, klimafreundlichen Produktionsvarianten. Wenn man sich dann die Jahresergebnisse anschaut, hier mal für 2023, sieht man ja, ne, wir waren insgesamt wieder bei gut 60% erneuerbaren Anteil. Wir hatten übers Jahr hinweg noch 1,3% Stromproduktion aus der Kernenergie, weil das ja ein paar Monate lief. Und dann hier unsere restlichen gutes Drittel fossile Energie. Da sehen wir auch links, wie sich das zusammenstellt. Größtenteils also Braunkohle und noch relevante Menge Gas und halt noch ein bisschen Steinkohle. Das ist aber durchaus auch ein sinkendes Thema. Steinkohle müssen wir auch importieren. Braunkohle haben wir im Prinzip in Deutschland. Das ist also noch wirtschaftlicher abbildbar als die anderen Aspekte. Und Gas ist natürlich auch so ein Problem. Wir fördern in Deutschland kein Gas, daher müssen wir das importieren. Und aus Russland wollen wir es nicht mehr importieren. Norwegen hat schon im Prinzip den Cap. Niederlande fährt ja zurück. Also müssen wir dann auch den Flüssiggasimportweg gehen. Und Gas auf ein Schiff zu stecken und hierher zu schicken und das dann zu importieren über ein neu gebautes Terminal, ist halt auch nicht günstig. Also das hat so ein kleines Dilemma. Für jetzt das bisher laufende Jahr 2024 sind die Werte auch sehr interessant, weil wir hier eben auch bei jetzt über 60% der Erneuerbaren schon stehen, obwohl der Sommer ja noch nicht da ist. Das heißt, die Sonnenproduktion, die Solarproduktion ist noch nicht eingerechnet, weil so weit sind wir ja noch nicht. Das heißt, wir können so rein rechnerisch in diesem Jahr wirklich sehr, sehr interessante Quote erreichen, wenn wir jetzt schon im März bei, im Prinzip 60% stehen. Und dann müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Wir werden uns das natürlich im laufenden Jahre noch das ein oder andere Mal anschauen. Was dabei aber immer interessant ist, sind dann so die Prognosen gewesen, dann wird das alles so teuer, Strom wird so teuer, den kann sich dann niemand mehr leisten. Und natürlich hatten wir starke Krisenzeiten. So,
Ich habe auch an der einen oder anderen Stelle gesagt, nicht unbedingt müssen die Endkundenpreise so hoch sein, wie sie hoch geworden sind innerhalb dieser Krisenzeiten, gerade nach dem Russlandkrieg. Und das scheint sich schlussendlich auch zu bewahrheiten, weil die Börsenstrompreise gar nicht so dauerhaft riesig hoch waren und auch nicht geblieben sind, vor allem nicht geblieben sind. Die sind jetzt viel niedriger, wir gucken gleich rein. Das Dilemma ist halt, wie kauft das einzelne Unternehmen ein? Also wie kauft das einzelne Stadtwerk, der einzelne Energiekonzern seine Energiemengen ein? Wo kriegt er die her? Hat er einen gewissen Teil Eigenproduktion, der ist dann halt kostentechnisch einen gewissen Teil abgeschrieben, ansonsten mit eingeplant, Kilowattstunde hat so und so viel Kostenproduktionsansatz. Und dann ist es aber vielleicht trotzdem sehr gut hochskalierbar, weil, wie gesagt, Wind und Solar, wenn die Natur uns den Brennstoff zur Verfügung stellt, ist dann halt sehr günstig. Dann kann man dann natürlich schon eine gewisse Menge abdecken. Dann kauft man sich irgendwas langfristig ein, meinetwegen von einem Kraftwerk, von einem Energiehändler, und dann kauft man sich den Rest auch nochmal kurzfristig ein mit Börsenstrompreisen. Vielleicht auch wieder über einen Energiehändler, weil man es nicht selbst macht. Und dann ist das natürlich sehr stark davon abhängig, wie ich mich da aufgestellt habe. Also gibt es noch so Hedging-Funktionen, also wo ich so Gegenhandelsvorgänge mache, um mich abzusichern für Preisentwicklung, aber das geht jetzt zu weit für dieses Video. Und dementsprechend ist es schon kompliziert. Und ich kann verstehen, wenn einzelne Häuser wirklich in eine große Bredouille dann auch kommen, ihren Preis eben dann auch nicht günstig halten können und deswegen bei den Endkunden teilweise in sehr, sehr hohe Preiserhöhungen gehen müssen. Und deswegen gab es ja dann auch die Strompreisbremse, Gaspreisbremse. Kann man alles nachvollziehen, ist aber halt niemals hundertprozentig notwendig gewesen über alle Preiserhöhungen hinweg. Ne? Man kann schon sagen, dass es gewissermaßen mit Glück und auch Geschick abhängig war der einzelnen Häuser, wie sie sich vorher aufgebaut haben und aufgestellt haben. Und wenn eben zum Beispiel ein großer Anteil schlussendlich von Gasimporten abhängig ist, weil auch Gaskraftwerke zum Beispiel laufen, wenn Gasimporte zurückgehen und Preis dort sehr hoch geht, ne, Gaspreis geht hoch, dann geht auch ein Strompreis hoch, weil Gaskraftwerke natürlich eine Wirkung auf den Gesamtstrompreis haben. Und dann ist halt ein Börsenstrompreis sehr, sehr schwankend und teilweise eben sehr, sehr hoch. Und das gucken wir uns an. 2023. So, jetzt sieht man als erstes hier diese extremen Ausschläger, die würden wir aber sogar ausblenden, weil das sind Sondereffekte. Das ist ja hier auch nur ein kleiner Moment. Ihr seht ja hier immer noch, dass das so ein paar stundenmäßig immer springt. Also das war hier eine absolute Ausnahme. Kann man ignorieren, wer in genau diesem Moment für genau hier Strom gekauft hat. Schade, das hat dem Portemonnaie wehgetan. Ansonsten ignorieren. Aber weil in der Vergangenheit waren wir immer ungefähr hier bei so 50 bis 100 Euro pro Megawattstunde Preis an der Börse. Und dann sehen wir ja, in 2023, man ist mal deutlich höher, dann geht man so in Richtung 200 und ein bisschen mehr. Aber es ging auch immer wieder runter in Richtung der 100, in Richtung der 50. Das ist gerade hier ganz am Ende. Und das ist so das ganz, ganz Spannende, dass wir hier am Ende bei wieder sehr, sehr üblichen Preisen sind. 100 und wieder weniger, 70, 80, 50, 30, mal wieder 70, mal wieder 60, mal wieder 30. Sogar mal ganz minimal ins Negative wieder gehend und dann eben teilweise sehr, sehr, sehr geringe Preise. So, wie rechnet sich das um? Hier sind ja Euro pro Megawattstunde. Das heißt, wir zahlen hier zum Beispiel 100 Euro für eine Megawattstunde. Man kann es natürlich umrechnen in Cent pro Kilowattstunde, ja, indem wir also einmal die 100 und dann einmal die 1000 als Umrechnung haben. Anders gesagt, wenn man früher 50 Euro pro Megawattstunde zum Beispiel regelmäßig bezahlt hat an der Börse, dann waren das 5 Cent pro Kilowattstunde im eigenen Versorgungsportfolio, also im eigenen Strompreis. Hier kann man also hier auch sagen, 100 Euro sind praktisch 10 Cent Wirkung. 1100 Euro, wie hier einmal in der Mitte, wäre dann also praktisch dann doch noch ein paar mehr Cent, die wir so natürlich nicht unbedingt sehen wollen. Also ein Euro gleich mal, das ist natürlich drastisch, das wollen wir ungern so sehen. Jetzt sind wir Ende 23 extrem runtergegangen. Und wie sieht es 24 aus? Jetzt, Achtung, hier ging die Skala bis 1200. Hier ist die Skala bei 200. Also diese Skala ist praktisch hier unten, wo jetzt kurz die Maus zu sehen ist. Da ist die Skala. Wir sind also in 2024
hier mal als so höchste Werte mal so bei so ein bisschen mehr als 175, 180 gewesen, aber halt auch schnell wieder woanders. Und wenn man sich diese Werte so anschaut, 70, 90, dann hier mal wieder 100, mal eine 60, mal eine 40, mal eine 30 und man geht auch teilweise leicht ins Negative, dann ist das schon wieder ein relativ üblicher Preisverlauf, wie wir ihn in den letzten Jahren vor der Krise oftmals gesehen haben. Und das ist natürlich interessant, weil jetzt will ich den Recap wieder machen. Ihr merkt ja, wenn ihr mich über die Jahre jetzt angeschaut habt, ich bin jetzt kein völliger Feind von Kernkraft. Ich habe nur immer gesagt, die Kernkraftwerke, die wir in Deutschland hatten, waren viel zu alt. Wir haben halt nie in den Nullerjahren oder in den Zehnerjahren neue Kernkraftwerke gebaut und in Betrieb genommen. In den 10er-Jahren war es auch nicht opportun. Fukushima war ja 2011, da war das Thema ja auch sowieso tot. Aber halt auch nicht in den Nullerjahren. Keine neuen, modernen Kernkraftwerke. Und die wir noch hatten, waren länger am Netz, als ich lebe. Ich bin Mitte 30. So, das ist für mich ein absolut ausschlaggebendes Argument, ob ich mich auf solche Kraftwerkstechnologien verlassen möchte. Kann ich nicht, wenn die länger schon produzieren, als ich lebe, mit Mitte 30. Geht nicht. Ist einfach nicht verlässlich genug. Wir sehen das in anderen Ländern, gerade in Frankreich ist es ja ein Riesenthema jedes Mal, dass die Kernkraftwerke ausfallen, dass da Wartungsintervalle viel öfter gemacht werden müssen als geplant, viel länger dauern. Das ist ein riesiges Problem. Hätten wir ein modernes Kernkraftwerk oder mehrere in Deutschland, wäre das ein anderes Thema. So, wir haben ja gesagt, Kernkraftausstieg, Atomausstieg, Atomausstieg 2, na, der erste war ja schon in den Nullerjahren geplant. So, da wurde immer gesagt, ja, dann gehen halt die Strompreise durch die Decke. So, jetzt sehen wir ja, dass wir tatsächlich in 2023 extrem hohe Preise hatten im Vergleich zu früher. Und in 2024 irgendwie nicht, obwohl noch keine Solarenergie läuft. So, warum? Weil am Ende des Tages innerhalb der des Merit-Order-Prinzips, ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, es immer noch darauf hinausläuft, dass wir das Günstigste zuerst nehmen, wenn genügend Erneuerbare zur Verfügung stehen. Jetzt gucken wir nämlich kurz nochmal hier nur hin. 2024 haben wir sehr, sehr viel Windstrom, wie ihr hier unterhalb immer sehen könnt. Dieser Windstrom hat natürlich seine Auswirkungen auch auf hier die niedrigen Preise dann. Sehr, sehr viel günstige Erneuerbare. Deswegen weniger Bedarf an teureren Kraftwerken. Gesamtstrompreis geht also runter an der Börse, weil das ein Mixpreis ist aus allen angefragten Kraftwerken, so könnte man das sagen. Das teuerste Kraftwerk bestimmt den Gesamtpreis. Viel Erneuerbare sorgen also dafür, dass weniger teure Kraftwerke angefragt werden. Schlecht für deren Betreiber, gut für den Gesamtstrompreis, keine Frage. So. Dann haben wir halt keine Kernkraft mehr, die das ja jetzt noch weiter drücken würde, weil Kernkraft auch vergleichsweise günstig dann produziert, wenn sie einmal steht und gewisse Aspekte abgeschrieben sind, ist die einzelne Kilowattstunde, die ja massenhaft auch rausgedrückt werden kann, vergleichsweise günstig. Das würde also auch den Preis dann gut weiter abdecken. Wenn das jetzt weg ist, würde man dann ja eigentlich erwarten, okay, viel mehr Braunkohle, viel mehr Steinkohle, viel mehr Gaskraftwerke, das alles ist ja so teuer, der Preis würde extrem hochgehen. Nun haben sogar einige Forscher, die das vor einigen Jahren auch so veröffentlicht haben, ich werde euch da mal was verlinken, einen Beitrag vom BR, Bayerischen Rundfunk, die haben auch den Link auf die Kurzstudie von damals gemacht, die haben gesagt, ja, mit Atomausstieg werden die Preise der Stromproduktion dauerhaft extrem steigen und das würde für den Endkunden schon so 12 Cent mehr Belastung dauerhaft bedeuten und das sehen wir natürlich nicht. Diese 12 Cent müssten sich hier ja dann darstellen mit so dauerhaft 120 Euro mehr, so im Durchschnitt, als in der Vergangenheit. Und da sind wir nicht. In der Vergangenheit waren wir immer so bei ungefähr 50. Ja, das ist so hier, ja, an dieser Stelle, wo meine Maus gerade ist. Und wenn man sich das mal so anschaut, ist das relativ nah an so einem an der Mitte dessen, wo wir gerade sind. Ne? Genaue Mitte jetzt hier in der Grafik sind wir 75. Ja, selbst wenn wir immer mal auf eine 100, 125 kommen, ist das nicht so dauerhaft, vor allem nicht dauerhaft, eine extreme Erhöhung. Dann müsste diese Skala also auch ganz woanders stehen. Das sehen wir nicht. Und diese diversen Studienergebnisse werden auch gerade von den eigenen Veröffentlichern in Frage gestellt, wie, okay, er hat sich nicht ergeben. Natürlich würden jetzt Kernkraftwerke ein bisschen den Preis weiter senken, aber das sind minimale Prozentaspekte. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für den weiteren Ausbau von Erneuerbaren und eben auch ein weiterhin darauf ausgeprägtes System. Natürlich muss es am Ende darauf hinauslaufen, wir brauchen auch eine starke Digitalisierung, also erneuerbare Produktion aus Wind und Solar im Kern, das ist das Skalierbare,
diverse andere Erzeugungstechnologien zur Unterstützung. Wir brauchen Speicheranlagen, die flexibel und schnell eingesetzt werden können und die jetzt eben wegen Digitalisierung, also wegen intelligenten Messsystemen und vorhandenen Daten, die in Echtzeit fließen können, dann auch aufeinander abgestimmt eingesetzt werden können. Und natürlich auch brauchen wir Ideen von den Verbrauchsmengen. Deswegen müssen wir natürlich wegkommen von klassischen Stromzählern als Ferrari-Zähler bis Mac. Wir brauchen intelligente Messsysteme, die nach definierten Wegen dauerhaft Energiemengen, Verbrauchswerte und Verbrauchsverhalten weiterleiten können an die Energieunternehmen, an die Netzbetreiber zum Beispiel. Damit die stabile Netze auch betreiben können, brauchen die mehr Daten. So, und wenn wir das also machen, ne, wir haben diese Informationen und wir haben auch vielleicht Steuermöglichkeiten und wir haben mehr Ideen von Preissignalen an der Börse, Wetterumstände, die dann eben zum Beispiel Erneuerbare sehr günstig produzieren lassen können. Wir haben dann vielleicht auch so diverse Anreizsysteme mit dynamischen Stromtarifen und mit dynamischen Netzentgelten in Zukunft. Dann kann das doch wirklich gut funktionieren. Selbst in unserer aktuellen Grauzone, in unserer aktuellen Schwebe, in der wir uns ja nun befinden, mit immer noch so relativ vielen fossilen, keine Kernkraft mehr, schwankende Erneuerbare, nicht genügend am Ende des Tages, weil nicht genügend ausgebaut ist, haben wir trotzdem schon wieder relativ stabilisierte Strompreise. Also wenn man mal ein bisschen zurückgeht, dann ist man da im Kern nicht völlig woanders. Das kann ich ja jetzt mal scherzenshalber machen. Wir gehen mal vor, alle Krisen, die es dazu gab, wir nehmen mal 2019, dauert kurz fürs ganze Jahr, und dann sehen wir auch hier, ne, es gibt Ausreißer, aber der Ausreißer war auch nur bei 300. Das heißt, hier die 50 ist wirklich so absolut in der Mitte. Ne? Und jetzt sind wir halt so ein bisschen darüber. Ne? Jetzt sind wir so hier zwischen diesen beiden Aspekten. Im Winter. Wir haben noch keine großartige Solarproduktion. Also die Zeichen sehen eigentlich gut aus. Wir müssen nur noch mehr ausbauen. Wir brauchen mehr Erneuerbare, wir brauchen mehr Digitalisierung, mehr Speicher, mehr Innovationen, die zur Verfügung stehen, die aufeinander abgestimmt innerhalb der Systeme laufen können. Und dann ist das ein stabiles System. Wäre gut, wenn es keine neuen Krisen kommen. Also Pandemie ist vorbei. Wir haben Kernkraftwerke abgestellt und wir haben andere Wege für Flüssiggasimporte zum Beispiel aufgemacht. Also an sich sollte es jetzt relativ gut laufen. Wenn wir jetzt noch genügend Erneuerbare zu bauen, wird das gut. Okay. Soweit erstmal dazu. Also ihr könnt euch hier auf Energy Charts verschiedenste tolle Dinge anzeigen lassen. Nutzt, wie gesagt, ansonsten auch gerne smart.de mit D am Ende. Das ist dann die Plattform direkt von der Bundesnetzagentur. Manchmal sind die Datenquellen halt einfach leicht anders, aber im Ergebnis ist man immer mit leichten Schwankungen beim selben. Und ja, macht euch selbst ein Bild davon, wie das alles auch so aussieht. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen, Kommentare, vielleicht auch Hasskommentare gegen meine Ansicht habt, schreibt es gerne in die Kommentare unten unterhalb der Videobeschreibung. Und ansonsten like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.